Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder eine Schnipselparty, das heißt viele einzelne kleine kurze Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben. Allerdings trotzdem sehr gut aufzeigen, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Richtig, ganz viele Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen möchten und uns definitiv nichts Gutes wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Was möchten Sie denn? Was möchten Sie denn? Weiß ich nicht. Sie rufen mich an. Betrüger, ja? Sie sind ein Betrüger, ja? Okay. Dann kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Sie rufen mich doch an. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie wollten ja, dass wir Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie sind ja ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger? Ja. Woran machen Sie das fest? An Ihrer Stimme. Die klingt betrügerisch. Ihre Stimme klingt auch betrügerisch? Ja. Ja. Nicht schlimm. Mag das so. Ja, ich mag meine Stimme auch. Ich habe eine schöne Stimme. Ja, ich auch. Ja. Also ich weiß nicht, was Ihre Auffassung nach schön ist, aber Ihre Stimme ist auf jeden Fall nicht schön. Ja, eher so quakig, quiekig. Das macht nichts. Warte. Ich hab dich trotzdem lieb, mein kleines Bobby. Alex. So. Ja. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht, wie kann ich denn dir behilflich sein? Na, wie kann ich denn Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir auch zusammen ein Lied singen. Okay, alle meine Entchen vielleicht? Ja. Okay, ich fange an, ja? Ja. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen unter das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Geil. Heim. Ja, das hat er gut gemacht. Ja, ebenso. Vielen Dank. Ja. Wie ist das Wetter in Dresden? Ja, das Wetter in Dresden ist so ein bisschen dunkel. Bisschen dunkel, ja? Ja. Okay. Wie kann ich denn sonst behilflich sein? Ja, weiß ich nicht. Was können wir noch so Schönes machen? Die Sungen haben wir ja nun schön. Wir könnten... Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ist ja auch schade. Ja. Was machst du so in deiner Freizeit? Na, gleich putze ich die Küche. Wie bitte? Gleich putze ich die Küche. Was? Die Küche. Da muss man ja geputzt werden. Ja. Ah, okay. Ja, bei mir wäre es auch... Ah ne, ich war erst aufräumen letztes Jahr oder so. Bei mir ist noch alles gut. Ja, letztes Jahr reicht. Ja, einmal im Jahr passt schon. Geduscht habe ich auch ungefähr um den Dreh. Aber der Öl kommt nächste Woche, da müssen wir ja hier erstmal gleich Schiff machen. Okay. Ja, damit sie hier nicht am Boden kleben bleibt. Ah, okay. Okay. Und sonst so, wie läuft das Leben? Ja, ist alles ein bisschen teuer geworden, ja? Ja, wirklich, ey, das ist unglaublich. Das ist furchtbar. Ja, tatsächlich. Aber was soll man machen? Der Rosen sind schuld. Meinst du? Nee. Nee. Das ist ja so eine Standard-Phrasendrescherei, warum alles so teuer geworden ist und so. Ja, die Russen. Genau, schieben wir das Russen. Irgendeiner muss genau. Ja schuld sein. Genau. Aber ist schon ganz schön witzig alles. Ja. Naja. Ja, was soll man machen? Ja, eben. Okay, ich gebe mal die Chance, jemanden dich anzurufen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen interessanter dann. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ja. Danke für das Gespräch und danke für das Lied. Ja, ebenso. Düdelü. Ciao. Ja, also Freunde, was soll ich euch sagen? Das ist das, was hier am Telefon so passiert. Also das ist das, womit ich mich so in meiner Freizeit beschäftige. Ein bisschen Lieder singen mit den Betrügern und nett plauschen. Und uns über die katastrophalen Zustände hier so im Umland
unterhalten. Aber schön, der scheint ja hier tatsächlich dann aus Deutschland zu sein. Hat er sich zumindest wahrscheinlich damit ein bisschen verraten. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ja so ein Indiz dafür, dass der ja nicht ganz so weit weg zu sein scheint. Wenn bei ihm auch die Preise teurer geworden sind. Tja, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall verwirrend, dass solche Leute hier bei uns am Telefon hängen und, ja, sowas abziehen. Ich weiß mal auch nicht. Alle meine Entchen mit Betrügern am Telefon singen. Also ich glaube, wir haben dann jetzt so langsam tatsächlich die unterste Schicht der Gruselstufe erreicht. Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Schlimmer geht's eigentlich immer. Ja, guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Eschüger. Leserit am Apparat. Und Sie sind nochmal gleich für mich. Was? Und Sie sind nochmal gleiche Mensch. Ich glaube, die hatten wir wohl kurz vorher schon mal am Telefon unter einem anderen Namen. Aber lustig, dass er den B. Trüger auch so ausspricht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber das sind halt die netten Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Natürlich sind die nicht ganz blöd und denen fällt das auch schon auf, wenn die mal am Telefon ein kleines bisschen veralbert werden. Zumindest bei den Namen. Also denke ich mal, dass es oftmals an den Namen liegt. Die merken sie sich natürlich auch irgendwann, naja, müssen wir uns mal wieder ein paar neue Namen einfallen lassen. Tja, auf jeden Fall ist es absolut unterirdisch und ich weiß es nicht. Gucken wir mal zum nächsten Gespräch. Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist Max. Ich rufe Ihnen, weil Sie haben bei uns ein Handelskonto gemacht. Ja? Ich wollte Ihnen weiterhelfen, diese Konto aktiv zu machen. Haben Sie es kurz Zeit? Ja. Okay, haben Sie gelesen, wie das alles funktioniert bei uns? Nee. Wann haben Sie registriert? Haben Sie nicht gelesen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Nee. Okay. Bei uns, die mindeste Startkapital ist 250 Euro. Ja. Danach die Einzahlung, Sie bekommen eine Software, das kann automatisch handeln bei uns. Okay. So, mit was wollen Sie das machen? Mit was wollen Sie die Einzahlung machen? Wie meinen Sie das? Ich verstehe die Frage nicht. Für die Aktivierung, das Konto. Ich brauche ein Startkapital, ja? Mit was wollen Sie das machen? Ja, mit meinen Händen, womit denn sonst? Okay, mit deinem Handy, aber mit was sollen sie aktivieren? Haben sie eine Visa oder ein Mastercard? Mit meinen Händen, habe ich gesagt, nicht mit meinem Handy. Ah, mit deiner Hand? Ja. Okay, mit deiner Hand wollen sie das Konto aktiv machen, ja? Das heißt mit ihrer Hand. Mit meiner Hand? Nee, mit ihrer Hand heißt das. Nicht mit meiner Hand und auch nicht mit deiner Hand, es heißt mit ihrer Hand. Mit ihrer Hand, ja. Ja. Und ja, hier hat er dann an dieser Stelle aufgelegt. Tja, wer dumme Fragen stellt, bekommt halt eben auch ganz einfach dumme Antworten. Ja, wie soll ich denn ja sonst die Aktivierung machen? Da werde ich schon meine Hände irgendwie dazu brauchen. Ich werde es nicht mit meinen Füßen machen und auch nicht mit meiner Zunge auf der Tastatur rumtippen. Tja, einfach nur Wahnsinn. Aber die rufen bei euch an, um Geld von euch zu bekommen. Um dann euch da, ja, weiß ich nicht, angeblichen Reichtum zu versprechen. Schon irgendwie gruselig. Tja, aber der hat's ja dann hier ziemlich schnell auch aufgegeben. Wahrscheinlich sind die darauf mittlerweile auch getrimmt und programmiert, dass wenn der Kunde dumme Fragen stellt, dass es irgendjemand von YouTube sein wird, dass die da besser schnell auflegen. Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Knusprig, Krunusprig, wie geht es? Ja, ganz gut. Wer sind Sie denn? Ich bin Alex Müller, ich habe Sie gestern angerufen. Alex Müller? Ja, erinnern Sie sich? Nö. Nein? Echt? Nö. Also ich habe mit Sie gestern gesprochen. Keine Ahnung, worum geht's denn? Bitte? Worum das geht? Es geht um zusätzliches Einkommen über Bitcoin, wissen Sie? Aha. Ich habe Sie gestern also geschickt und Sie sollten eine Überweisung machen. Haben Sie schon das erledigt? Welche Überweisung? Überweisung. Sie wollten mit Startkapital starten. Also 500 Euro. Ach so, ja. Haben Sie das gemacht? Nee. Aus welchem Grund? Also Sie haben gesagt, dass Sie machten das. Nein, also die Bank. Ja, schon irgendwie wieder witzig. Der stellt mir eine Frage und hört sie sich nicht bis zum Schluss an.
Ich weiß nicht, ob hier der Chef wieder einfach aufgelegt hat. Wir wissen ja aus den anderen Videos, dass die oftmals oder meistens nicht selbst am Telefon alleine sitzen, sondern immer noch irgendjemand im Hintergrund ist, selbst wenn die gut Deutsch können. Ist da ganz, ganz oft noch jemand im Hintergrund, der denen jedes Wort irgendwie vorsagt. Ich weiß nicht, warum und wozu das dient und was das Ganze bringen soll, außer noch ein paar Mitarbeiter mehr zu verschwenden und noch mehr Kosten zu verbrennen, aber wahrscheinlich ist es bei den Betrügern so normal. Tja, vielleicht, weil sie auch einfach nicht schlau genug sind, brauchen sie da zwei Leute, damit wenigstens einer versteht, wann dann da ein Scambaiter am Telefon ist, der die Betrüger eben hops nimmt. Ja, anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären. Ansonsten ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, er hat ja mittendrin einfach aufgelegt, als er meine Erklärung hören wollte. Und ich habe ja gerade erst angefangen. Und schon ist er weg. Tja, gucken wir mal zum nächsten Gespräch, wie es da so läuft. Guten Tag, meine Schnecke. Hallo, Gustav. Würden Sie mich nicht mit meinem Vordermann sprechen? Tony am Apparat für ein Bitcoin-System. Sie haben bei uns registriert. Wen möchten Sie denn sprechen? Ja? Wen Sie sprechen möchten? Bitte? Wen Sie sprechen möchten? Wir sprechen Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch. Kein Problem. Okay? Haben Deutsch? Sie Erfahrung? Deutsch haben sprichst Sie du schon mal definitiv nicht. Ich spreche in Deutsch. Ja, dann sag mir doch, wen du sprechen willst. Okay. Gustav, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Wen möchtest du sprechen? Ich spreche in Deutsch schlecht. Kein Problem. Ja, merke ich. Und wen möchtest du sprechen? Also es scheitert ja tatsächlich schon an den allereinfachsten Dingen. Das geht ja das ein oder andere Mal. Ich meine, ja, sicherlich liegt es hier an der Sprachbarriere. Aber ist ja lustig, dass er erzählt, dass er Deutsch und was er da so alles sprechen kann, aber irgendwie kann er es ja dann doch nicht so richtig. Also sprechen vielleicht, gebrochen so ein bisschen, aber mit dem Zuhören ist dann schwierig. Na klar, die deutsche Sprache ist echt ein Arschloch. Also unsere Sprache ist ja wirklich mal, also das kannst du dir wirklich nicht, also wenn man unsere Sprache lernen soll, es ist Wahnsinn, wirklich der absolute Wahnsinn. Kann man schon nachvollziehen, dass die, ja, mit unserer Sprache ein Problem haben. Aber warum rufe ich denn in diesem Land an, wo ich die Sprache eigentlich überhaupt nicht kann? Richtig, das kann dann nur noch ein Betrüger sein, weil eine seriöse Firma würde so jemanden nicht ans Telefon setzen, um den auf seine Kunden loszulassen. Also zumindest wäre die Firma für mich unten durch, wenn da so jemand am Telefon sitzt und mir da irgendwas vom Pferd erzählen soll. Ich find's einfach nur ganz schlimm, dass das zu funktionieren scheint. Hallo? Ja. Hello? Ja? Am I speaking to Felix? Ja. Hello? Ja. Das war mal wieder ein Gespräch von denen, die uns auf Englisch volllutschen wollten. Tja, ich verstehe es nicht. Ich hab's ja schon des Öfteren gesagt. Das Problem ist, was ich nicht verstehe. Ich trage mich auf der Webseite über einen deutschen Server ein. Na, also meine IP-Adresse von zu Hause wird denen ja nicht angezeigt. Trotzdem ist mein VPN-Server, also der Tunnel, mit dem ich mich im Internet bewege, auf Deutschland gestellt, damit die Betrüger eben auch wissen, dass ich aus Deutschland bin und die Webseiten dann wenigstens auch halbwegs auf Deutsch angezeigt werden. Was sie auch selten tun. Also oftmals sind die trotzdem einfach Englisch. Und man muss sich die deutsche Sprache selbst noch rauspulen. So, aber dann gebe ich ja auch ein, aus welchem Land ich bin. Germanü. Muss ich ja da immer anklicken. Und dann gebe ich auch ein, dass die Vorwahl aus Deutsch ist, also aus Deutschland. Und muss sogar die Fahne auswählen, damit die plus 49 am Anfang angezeigt wird. Und warum ruft jetzt jemand an, der meine Sprache nicht kann? Ich meine, können die ja alle nicht so richtig. Aber so ganz in Englisch dann oder auf Russisch hatten wir es ja auch schon, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Kurt, Gustav. Ja, und Sie rufen am Sonntag an, oder was? Genau so sieht's aus. Tja, da war das Gespräch an einem Sonntag. Und nur weil ich diese Frage gestellt habe, war's das dann schon mit dem Gespräch. Ja, also ich find's ja schon irgendwie verwunderlich. Am Finanzmarkt arbeitet am Sonntag keiner. Also normalerweise. Die Betrüger schon. Nicht alle, aber manche. Denn wahrscheinlich gehen die dann davon aus, dass sie wenigstens die Menschen erreichen, die ordentlich arbeiten und von Montag bis Freitag beschäftigt sind, die da eben nicht erreicht wurden. Kann man es halt eben auf dem Samstag und auf dem Sonntag nochmal probieren, da sind die dann vielleicht zu Hause. Auf dem Sonntag trifft man dann doch schon den einen oder anderen eher mal zu Hause an am Telefon.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum die echt im tiefsten Wochenende anrufen, wenn man gar keinen Bock auf sowas hat. Ja, hallo? Ja, hallo. Spreche ich mit Briefkasten? Ja. Ich bin Kontoberater Thomas Mancini. Ich wollte mich also für die Anmeldung auf Online-Handelsplattform von Ihnen. Was? Sie haben Anmeldung. Was? Sie müssen mal ein bisschen deutlicher reden. Sie nuscheln sehr gut. Sie haben Anmeldung auf Online-Handelsplattform gemacht. Wann denn? Hören Sie? Naja, wenn Sie die Musik ein bisschen leiser machen würden, dann würde ich vielleicht was hören, ja. Okay, haben Sie WhatsApp, oder? Na, haben Sie da mal einen Volume-Regler? Es geht um Online-Handelsplattform. Es geht um die Lautstärke der Musik. Hören Sie jetzt gut? Leider. Es wäre schön, wenn ich es nicht so gut hören würde. Okay, ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ich habe gar keinen WhatsApp. Mail? Was? E-Mail. Ja, aber heute ist die falsche angegeben. Müssen wir schon am Telefon regeln. Aber jupp, und dann hat er schon wieder direkt aufgelegt. Mensch, der hat sich ja so richtig ins Zeug gelegt, uns zu bescheißen. Ja, also vom Prinzip ist es ja gut, wenn die, ja, so drauf sind, dann lassen sich hoffentlich nicht ganz so viele Menschen von den netten Trading-Betrügern bescheißen. Das Problem ist, die Statistiken sagen halt tatsächlich wirklich was anderes. Und, tja, genau deswegen machen wir die Videos hier, damit möglichst viele Leute darüber informiert sind, dass es sowas am Telefon gibt. Dass da einfach Leute anrufen mit der absolut unterirdischsten Art und damit noch tatsächlich durchkommen und der ein oder andere da sein Geld drin versenkt. Tja, teilt sehr gerne die Videos, damit alle darüber Bescheid wissen. Machen wir mal weiter. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Mensch. Hallo, hier ist Anna Wolf von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's ganz gut, mein Schätzchen. Sie haben auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen. Das ist aber sehr schön, mein Schätzchen. Also, Sie haben ein Konto bei uns, aber es ist noch nicht aktiv. Wann möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Das ist richtig, mein Schätzchen. Also, Sie möchten Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ja, mein Schätzchen. Okay, ich habe verstanden. Tschüss. Schatzilein, du bist... Und dann haben wir sie schon vergrault. Die hat's dann ziemlich schnell gecheckt. Ich hab bei der jetzt hier gedacht, die braucht ein bisschen länger, um das zu begreifen, dass sie hier von uns nur veralbert wird, aber der ein oder andere Betrüger weiß sich dann wohl doch zu helfen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so über die netten Leute hier am Telefon von heute denkt. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ben Butler hier. Ich spreche gerade mit Frau Fick. Ja. Das freut mich. So, ich habe Sie angerufen, Frau Fick, weil Ihre Daten wurden in eine Werbebanne von uns eingegeben. In wegen Online-Trading. Ja, hören Sie mich. Hallo? Ja. Okay, so, wissen Sie, worum es geht oder nicht? Bitte? Tja, da war er dann auch ziemlich schnell überfordert, unser netter Trading-Verkäufer vom Finanzmarkt. Guten Tag, mein Schätzchen. Wie Hallo. Wie kann ich sein? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie sehr deutlich und lautlich, Hallo. Ja. Ja, Sie sind ja auf der Aktivierungshotline für Trading-Konten angekommen. Hallo, hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre dich. So, wollen wir jetzt dein Konto aktivieren oder wollen wir da nichts mitmachen? Musst du dich jetzt entscheiden? Wollen Sie denn jetzt Ihr Konto aktivieren oder... Haben Sie denn eine Visa-Karte oder eine Mastercard? Oder wollen Sie das an unser illegales Konto überweisen? Hallo? Ja, wollen Sie das an unser illegales Konto überweisen? Wir hätten da noch ein anderes Konto für Sie, ein illegales. Ja, jetzt hören Sie mich, ja? Ja. Ja, Entschuldigung. Soll ich denn Ihr Konto jetzt aktivieren? Problem? Also ich habe es nicht gehört. Ja, soll ich denn jetzt Ihr Konto aktivieren? Sagen Sie bitte, mit wem spreche ich jetzt? Ja, mit dem Sie angerufen haben. Ja, mit Ihnen, ja? Naja, ich wollte jetzt Ihr Konto aktivieren.
Ja, und sagen Sie dann bitte. Ja, möchten Sie das mit Visa oder mit Mastercard machen? Spreche, dann sagen Sie bitte. Möchten Sie das mit Visa-Karte oder mit Mastercard machen? Ja, Geld. Ja, also wie insgesamt. Mit Visa-Karte oder mit Mastercard? Ja, aber ich habe nicht verstanden. Also was machen Sie jetzt genau? Also ich habe gerade in meine Hand gefurzt und der das an den Hörer gehalten. Verstanden. Ja, und wir haben mit Ihnen schon vor ein paar Tagen gesprochen, stimmt das? Nee, nein. Ich wollte jetzt Ihr Konto aktivieren. Doch. Haben Sie denn jetzt eine Visa-Karte oder eine Mastercard mit dabei? Wir haben schon mal noch Ihre Anydesk-Nummer. Ja, aber ich brauche mal noch Ihre Anydesk-Nummer. Daten hinterlassen. Geben Sie mir mal Ihre Anydesk-Nummer, die brauche ich jetzt noch. Und nicht diese Vorname. Und auch andere E-Mail-Adresse. Ja, und so sagen Sie bitte, wie viele Kontos haben Sie bei uns erstellt? 7000. Ja, einen Moment, ich muss mit anderen Kunden sprechen, ich werde Sie angerufen. Ja, und genau solche Telefonate kommen zustande, wenn man sowas hier macht, wie ich auf dem Kanal. Lauter wahnsinniger Bullshit. Also, dass sowas mal zustande kommt und ich solche Gespräche führe, hätte ich tatsächlich auch nie für möglich gehalten. Aber das ist halt eben die Qualität, wenn man mit Finanzberatern vom Finanzmarkt spricht. Also zumindest mit denen von diesen komischen Grusel-Webseiten, wo wir uns angemeldet haben. Da rufen dann genau solche Leute an. Tja. Ich weiß mal auch nicht, wie die ihr Geld verdienen. Auf jeden Fall machen sie es nicht seriös. Und auf jeden Fall verdienen die auch viel zu viel. Denn wirklich verdienen tun die eigentlich nichts, außer nur die gerechte Strafe, die denen eigentlich zusteht. Schauen wir mal zum nächsten kurzen Anruf, den wir haben. Ja, bitteschön. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Steiner? Gerald? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Möchten Sie 250 Euro einzahlen? Haben Sie eine Visa-Karte? Oh, ja? Sie wissen schon alles. Wollen Sie eine Visa-Karte nehmen? Ja, kann ich. Ja? Dann möchten brauche ich Sie? Jetzt bitte mal einmal Ihre Kartennummer. Mhm. Habe ich gemacht. Und dann? Nee, Sie müssen mir die Kartennummer sagen und den Code von der Karte. Ja, noch etwas? Möchten ja. Sie noch etwas? Sagen ich werde Ihnen mal etwas sagen. Ja. Sie haben sich... Die fängt mit einer 4 an. Sie haben sich auf unserer Werbungsseite registriert. Ja, sagen Sie mal die 16-stellige Nummer. Die fängt mit einer 4 an. Meine Kollegin hat versucht, ihn zu erreichen, aber sie war nicht erreichbar. Aber ich höre keine Zahlen. Können Sie keine Zahlen? Nee, wollen wir es mal mit Rauchzeichen probieren? Bitte nochmal? Wollen wir es mal mit Rauchzeichen probieren? Oder, weiß ich nicht, Sie können ja auch sagen schnipsen. Sagen wir nur ganz kurz, ich habe gar keine Lust mit dir zu sprechen. Ja, schnipsen wir einfach, gucken Sie mal, so hört sich eine 4 an. Nee, sagen wir, ob du überhaupt Interesse hast für den Online-Trading oder nein. Ganz einfach. Haben Sie eigentlich heute Ihre Zähne schon geputzt? Hast du? Ja, haben Sie Ihre Zähne geputzt? Oder nicht? Absolut krass. Tja, also die wissen ja teilweise auch, wo die anrufen, habe ich zumindest das ein oder andere Mal das Gefühl. Ja, aber dass sie denn da auch noch gerne mitspielen und es wahrscheinlich selber irgendwie lustig finden, ich weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall bleiben die auch gerne mal ein bisschen länger am Telefon. Heute haben wir mal wieder den ein oder anderen kürzeren, Telefonatgespräch mit dabei, aber es gibt auch längere. Wo die dann trotzdem am Telefon bleiben, auch wenn man da nur so eine gequirlte Scheiße eigentlich von sich gibt. Schon absolut Wahnsinn. Gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass wir den ordentlich eingeheizt haben. Guten Tag. Ja, so, Sie haben gar kein Interesse für den Finanzmarkt, stimmt? Sie haben Ihre Zähne nicht geputzt. Ich höre Sie nicht, warum? Sie haben Ihre Zähne nicht geputzt. Ja, doch, habe ich. Ja, nee, sagen Sie mir. Das ganze Telefon stinkt. Oder es könnte bitte? Auch sein, dass Sie vielleicht in Hundekacke heute Morgen getreten sind. In aber das ist Ihrem Telefon, das Sie dort haben. In den ja. So, das sind gucken Sie mal unter Ihre Schuhe, weil irgendwie riecht es hier ganz furchtbar, seitdem Sie anrufen. Irgendwas stinkt hier. Das sind Sie, leider. Ja? Ja. Genau. Oho, stimmt. Ich habe gerade ein Kackchen gemacht. Okay, dann danke, Herr Steiner. Tschüss. Ja,
Und da ist der beste Beweis dafür, dass die einfach trotzdem nochmal anrufen. Also klar kann sein, dass der Anruf einfach bei denen hochschießt und die können sich da quasi nicht wehren, weil das System den Anruf automatisch aufgebaut hat und die Kundendaten dann einfach auf den Bildschirm wirft. Naja, der ein oder andere Betrüger legt ja dann wenigstens gleich auf. Aber es gibt auch den ein oder anderen Betrüger, der dann gerne nochmal kurz mit uns erzählt, auch wenn es eigentlich gar keinen Inhalt mit sich bringt. Verwirrend. Ja. Hallo, wunderschönen guten Tag, Hartmut. Hallo? Wer sind Sie? Michael Adam am Apparat. Spreche ich mit Hartmut? Nee, das ist mein Vorname und so sprechen Sie mich nicht an. Es tut mir leid für... Ja, 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 das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mir so richtig auf den Senkel geht, dass die einen immer beim Vornamen ansprechen, anstatt, so wie es sich eigentlich bei uns in Deutschland gehört, mit dem Nachnamen. Oder eigentlich nicht nur in Deutschland. Ich verstehe es nicht, wer denen das beigebracht hat und warum die immer wieder der Meinung sind, ihre, tja, potenziellen Kunden oder, naja, eigentlich eher Betrugsopfer, ja, direkt mit dem Vornamen anzuquatschen. Vielleicht, weil es dann hier wohl eher die jüngere Generation treffen soll, die sich da wohl dann besser mitfühlen. Kann ja sein. Ist ja auch in Ordnung, aber naja, das ist dann quasi wieder nur eine Masche, dass die Betrüger halt leichter an ihre Beute kommen, also an euren Geldbeutel. Ja, ich find's einfach nur wahnsinnig. Das ist hier tatsächlich so ein Indiz, dass das unsere Jugend betreffen soll. Vermute ich jetzt mal. Ist mal so eine These von mir. Schreibt gerne mal was dazu in die Kommentare, was ihr so darüber denkt, warum die eigentlich am Telefon immer direkt mit dem Vornamen anfangen, statt den Kunden vernünftig mit dem Nachnamen anzusprechen, so wie sich das eigentlich bei einer Bank oder auf dem Finanzmarkt gehören würde. Ja. Hallo, schönen Tag. Kostja? Schönen Tag. Hey, Herr Santos ist am Apparat. Also, alles gut bei Ihnen, Herr Kunst? Ja. Ich wollte sehr gerne mit Herr Kunst sprechen, ist er da? Gut. So, hey, Herr Santos ist am Apparat und ich rufe Sie an, als ein Signalgeberin. Es geht über Finanzmarkt. Hier bei uns steht, dass Sie schon bekannt mit Finanzmarkt sind. Bin Was ich richtig, Herr Kunst? Was ist denn ein Signalgeber? Nur einmal, bitte. Was ist denn ein Signalgeber? Also, so, ich gebe hier Signale, wie Finanzmarkt in der richtigen Form funktioniert. Verstehen Sie das? Dann geben Sie mal Ihr Signal. Ja, klar. So, Herr Konstanz, haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Haben Sie schon etwas probiert? Ja, ich habe ein Konto. Also, hoffentlich Sie sind zufrieden mit Investitionen, die Sie gemacht haben, ja? Da ist mein Gehalt drauf, ja. Das funktioniert immer ganz gut. Kann man absuchen. Noch einmal, bitte? Kommt auch Geld aus dem Automat raus. Und man kann auch, weiß ich nicht, mit werfen. So, haben Sie schon gute oder schlechte Erfahrungen? Ich habe nicht sehr gut akustisch gehört. Nö, also die Geldautomaten haben bis jetzt immer funktioniert. So, also neulich gab es da mal ein Problem. Da könnten Sie mal also. Was dran lernen, ja, aber sonst. So. Ja, ich verstehe, Herr Kunst. So, erstens, ich wollte sehr gerne. Ja, erstens, ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Jetzt haben wir eine goldene Gelegenheit mit Gas. Jetzt liegen den Krieg. Nochmal bitte? Wo kann ich mir denn Ihre Präsentation angucken? Ich kann das machen, Herr Kunst. Herr Kunst, hören Sie mich? Nee. So, als Sie gesagt haben, ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Erstens, wir arbeiten mit ETM Broker. Wir machen nicht Profite von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne. Wenn Sie Profite machen, wir machen Profite auch. Wenn Sie Verluste machen, wir verlieren auch. Deswegen, jeder versucht mit ETM Broker zu arbeiten. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Sie denn, ich diese Gelegenheit verliere? Zu... Nochmal bitte? Was verlieren Sie denn, wenn ich mein Geld verliere? Ja, im Finanzmarkt gibt es auch Verluste. Aber wenn Sie mit den richtigen Personen arbeiten, dann Sie können auch nur Geld verdienen. Es tut mir sehr leid. Herr Kunst, alles, was Sie sagen, Sie können mit Ihren eigenen Augen schauen. Die Lizenzen, die Regulation, was Sie hier machen, was Sie hier Ihnen anbieten können und alles. Herr Kunst, wir arbeiten zusammen mit iInvesting. iInvesting ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. iInvesting hat schon 14 verschiedene Lizenzen in 14
verschiedenen Ländern und wir sind auch unter BaFin lizenziert und reguliert. BaFin kontrolliert und unterstützt alle die Banken in Deutschland. Bestimmte wissen ja schon, wie wichtig es ist, mit einer Firma zu arbeiten, die schon unter BaFin Lizenzen hat. Bestimmte wissen ja schon. So, Herkunft, sind Sie noch da? Was? So, Herkunft, hoffentlich Sie sind zu Hause jetzt. Ich wollte sehr gerne Ihnen nur Fakten zeigen, die Lizenzen und Regulation. Sind Sie hoffentlich zu Hause, ja? Herkunft, sind Sie zu Hause jetzt? So, gehen Sie von Ihrem PC oder Laptop zusammen nur ein bisschen schauen. Da Sie können auch mit unserer Expertin reden. Sie hat schon ein Studium für dieses Thema gemacht und Sie können Ihnen alles erklären. Bis fertig, okay? Tschüss. Ja, ich glaube, das war so ein Gespräch, wo ich dann selber schnell weg musste, dadurch, dass ich eben vielleicht keine Zeit hatte für das Gespräch. Aber ich habe es halt trotzdem angenommen, weil, naja, man kann die ja eine Runde sabbern lassen. Tja. Ich habe ihr ja auch gar nicht geantwortet. Sie hat ja einfach weitergemacht in ihrem Programm. Dem Anschein nach, ja, hatte sie ja noch Mitteilungsbedarf. Tja, und das auch eine ganze Menge. Schon Wahnsinn. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Ja. Hallo, guten Morgen, Herr Kunst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt der Name komisch vorkam oder, ja, weiß ich nicht. Sie hat halt einfach nicht weitergesprochen, ne? Und ich habe dann auch nicht gewusst, was ich jetzt noch zu ihr großartig sagen soll. Ja, ist der ganze Inhalt von dem Gespräch hier. Das nächste ist aber auch nicht viel länger. Ja. Guten Tag. Hm? Was ist das? Was soll das? Das ist ein Problem. Ah ja, also da legt man dann einfach auf, wenn der Kunde sich mit am Telefon verständigt. Ich weiß es nicht, vielleicht hat sie keinen Bock gehabt zum Arbeiten oder ihr ist schon aufgefallen, dass sie mich wohl schon mal dran hatte. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall immer wieder lustig mit anzuhören, was da eigentlich so genau los ist und wie schnell die mittlerweile aufgeben. Hat auf jeden Fall Erfolg, dass die von uns so richtig schön genervt werden. Ja. Hallo. Hallo. Hm. Hallo, schönen guten Tag. Mit wem spreche ich jetzt? Mit dem Buchmann. Also, da ich meine Ihren Namen und Nachnamen bitte. Bei mir steht nur Ihre Telefonnummer. Ja, warum rufen Sie mich denn an? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Sie haben von AG Investing Plattform geregistriert. Nein, ich habe mich nirgendwo angemeldet. Okay. Ja, die hat es auf jeden Fall auch schnell aufgegeben. Man kennt es ja normalerweise so, dass die hier noch ewig diskutieren, wenn man sagt, man hat sich auf deren Plattform nicht angemeldet. So ist es zum Teil auch wirklich, dass ich mich bei denen nicht angemeldet habe. Bei vielen Plattformen ist das der Fall, dass ich mich angemeldet habe. Aber es funktioniert ja so. Man hat eine Werbeseite, man meldet sich einmal an und dann ruft sofort jemand an. In der Regel. Und naja, wenn der dann angerufen hat, rufen einfach weiter welche an. Also das heißt, die Daten werden noch an andere Plattformen vergeben, die dann danach nochmal genau das gleiche Skript am Telefon vorlesen. Also warum die sich da vorstellen, dass das normal funktioniert, ich kann es mir nicht vorstellen. Es scheint ja leider zu funktionieren. Dabei, tja, macht's ja wirklich keinen Sinn, jemanden anzurufen, wenn er schon angerufen wurde. Naja, und normalerweise diskutieren die ja dann auch ewig mit einem und erzählen, doch, man hat sich da angemeldet, auch wenn die Daten ja eigentlich nur weiterverkauft wurden und man sich nicht bei denen angemeldet hat. Ich weiß es nicht. Verständlich ist das auf jeden Fall nicht, aber es scheint ja leider zu funktionieren. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne den Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten gleich mit Glöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information aufs Handy und per E-Mail, wenn's ein neues Video auf dem Kanal hier gibt. Wer mag, kann gerne auch den Kanal mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Den Button findet ihr direkt unter dem Video oder auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.